Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute bin ich euch ein Video schuldig und zwar möchte ich gerne mit euch das neue Catrice Sortiment testen. Ich habe hier allerhand und hoffe, dass auch die Foundation passt. Wir müssen mal gucken und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde euch auch alle Produkte in der Infobox verlinken. Hier sind Timestamps, dass ihr auch entsprechend dann immer so wisst, an welcher Stelle wir uns gerade so befinden. Und ich habe allerhand neue Produkte mir bestellt. Aber ich möchte gerne mit einer kleinen Integration dieses Video beginnen, denn es gibt eine neue Aktion bei MyMüsli und das finde ich sehr, sehr geil. Und zwar bekommt ihr aktuell diesen To-Go-Becher gratis mit dazu, wenn ihr mit Claudi-To-Go bestellt. Das gilt ab 20 Euro und ich habe eben geschaut, das gilt sogar, wenn ihr auch die Adventskalender bestellt. Ne? Das ist ein Goodie, was man dann on top bekommt. Meiner ist wirklich kunterbunt und rege im Einsatz, wie man offensichtlich sieht. Und ja, das ist halt super praktisch für zwischendurch, dass man hier oben halt so Snacks reinpacken kann oder eben halt sein Müsli, sein Porridge, was auch immer. Und wenn man es dann halt essen möchte, kann man das natürlich hier unten reinmachen. Und das kannst du dann mit Wasser, Milch, was auch immer, halt mischen. Ne? Und ich finde es super praktisch. Also der ist bei uns im regen Einsatz, nicht nur für meinen Freund und mich, sondern halt auch super, super gut geeignet für meinen Sohn Julius, der tatsächlich dieses Jahr einfach schon 2 Jahre alt wird. Und ich muss immer ein bisschen aufpassen, denn er liebt dieses Müsli mindestens genauso wie ich. Das ist echt unglaublich. Wenn ich dann mir auch zum Frühstück mir mein Müsli gönne, zum Beispiel hier das Chocolate Hazelnut Almond Granola, ne, das habe ich aktuell in Anwendung vor allem in Aufessmodus, genau, dann sitzt er neben mir und guckt, nom nom, möchte es einfach haben. Es ist halt auch super lecker. Bei dem muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir halt auch Schokolade mit drin haben. Und so sieht das aus. Ne? Also da haben wir halt auch wirklich Schokolade drin. Wir haben ein bisschen Crunch durch das Granola halt auch. Und auch diese Mandeln und oh, das ist super lecker. Also, ne, ich finde es großartig und man hat halt bei MyMüsli auch eine riesige Auswahl, die quasi unendlich ist, dadurch, dass man ja auch selber sich das Müsli konzipieren kann. Und ja, seit 2007 gibt es sie schon, ne? Das sind 17 Jahre und Entschuldigung, die sind gestartet auch mit dem Müsli Maker und ich bin so happy, dass ich euch diesen Deal auch wieder mit an die Hand geben kann, denn es ist jetzt schon ein paar Monate gewesen, dass ich keine Kooperation hatte, dass ich euch nicht noch irgendwie einen Code nennen konnte. Und jetzt gerade ist es, wie gesagt, Claudi2go, dass ihr den Becher für Umme mit dazu bekommt. Der kostet, glaube ich, normalerweise 19,90 Euro und der ist wirklich gut. Also der hat schon, ich weiß nicht, wie viele Spülmaschinengänge und so hinter sich. Ich musste auch eben dieses Oberteil suchen, also nicht den Deckel, sondern dieses hier. Ne? Es war nämlich bei Julius in der Wickeltasche, da waren noch ein paar Snacks drin, deswegen ist es jetzt nicht ganz hundertprozentig sauber, aber ne, das ist halt ständig bei uns im Einsatz und super praktisch. Die Farbe könnt ihr im Warenkorb übrigens selber wählen, ne, von dem Becher. Meiner ist jetzt wirklich kunterbunt, weil ich glaube, ich habe den auch aus 2 verschiedenen mir zusammengesetzt, aber ihr könnt euch im Warenkorb auch selber eure Farbe auswählen. Das ist richtig cool. Wenn ihr über den Link in der Infobox geht, dann geht es automatisch in den Warenkorb und wenn ihr ansonsten generell über die Homepage geht, Claudi-To-Go eingeben, dann bekommt ihr den To-Go-Becher bis zum 30.09. für Umme mit dazu. Und wenn es halt nicht nach dem Geschmack ist, was es dort so zu kaufen gibt, kann man sich das halt selber mixen. Wie gesagt, in der Infobox ist eines verlinkt, schaut super gerne mal vorbei. Wie schaffe ich jetzt den Übergang zu Make-up? Es hat mich schon so angesprochen, als ich schon die Vorschau-Videos gesehen habe, von der wundervollen Sarah Isabel. Und ja, jetzt habe ich mir allerhand auch nachbestellt. Da habe ich einmal hier zuallererst den The Protector Hydrate and SPF Primer mit Lichtschutzfaktor 30 und Hyaluronsäure. Ich glaube, die Verpackung ist ein bisschen geschrumpft. Ne? Die haben jetzt hier nur noch 22 Milliliter drin und keine 30 mehr. Naja, ist noch alles original verschlossen. Habe ich alles noch nicht ausprobiert, noch nicht geswatcht. Und dann tragen wir das doch einfach mal so auf. Super wässrig und leicht. Ja, und weil es heute warm ist, gebe ich mir auch noch ein bisschen was auf den Hals. Guck mal, das zieht aber gut ein. Das kannst du auch gar nicht so nach unten runterziehen oder so. Das heißt, da muss man sowieso nachlegen. Das ist ganz aufregend. Und das sieht ein bisschen aus, als hätte ich einen Eimer Wasser ins Gesicht bekommen. So, ich würde jetzt sagen, eben weil das ein Lichtschutzfaktor ist, dass ich nicht direkt jetzt die Foundation drüber gebe. Ich persönlich, ja, werde jetzt hier ein bisschen Content für Instagram machen und komme dann gleich zurück, um mir die Foundation aufzutragen. Weil Lichtschutzfaktor lasse ich auch immer so eine halbe Stunde einziehen. So, ziemlich genau. Hier ist irgendwie ein Faden.
Mr. Spidey, was soll das denn? Genau, ziemlich genau eine halbe Stunde ist jetzt um und dann starte ich einfach mal mit dem ersten hier, mit dem zweiten hier, mache ich weiter. 007C habe ich mir nämlich als Invisible Cover Foundation bestellt. Natural Matte Finish. 16 Stunden sollst du da ein Comfort Wear Gedönsen haben. Da bin ich echt mal gespannt. Die ist echt irgendwie, irgendwas hängt hier von der Decke. Naja, ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass sie das gut finden. Hier haben wir auf jeden Fall einen Pumper dran und dass die Foundation auch nicht so matt sich auf der Haut anfühlt. Ich bin mal gespannt. Ich pumpe mir jetzt erstmal ein bisschen was hoch. Oh, der Pumper möchte gerade nicht. Ein bisschen was habe ich jetzt hier drauf. Okay, ja, sehr hell. Winter Foundation, wa? Wow. Nehme ich meinen Foundation-Pinsel und dann schauen wir mal. Oha, das ist deckweiß, Claudi. Mhm. Ups. Also von einmal reindippen habe ich jetzt auch wirklich eine ordentliche Deckkraft bekommen. Das sieht man dadurch, dass sie halt so hell ist, auch wirklich krass, ne? Nee, aber zum Hals passt es. Also wenn man das jetzt nur so sieht, geht es wirklich vollkommen klar. Und dadurch, dass ich diesen Primer drunter habe, der ja so hydrating ist, wirkt die Foundation auch jetzt nicht irgendwie matt oder so. Mhm. Okay, es pellt sich hier ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob das die Foundation mit dem Primer ist oder der Primer mit der Skincare. Ich habe auf jeden Fall so ein paar Würstchen. Und die hat wohl eine derbe Deckkraft, aber trotzdem kommt meine Haut noch so ein bisschen durch. Also das gibt schon so ein Second Skin Feeling, würde ich mal so dazu sagen. Also an der Nase sitzt sie halt nicht wirklich perfekt, ne? Da habe ich schon ein bisschen, dass sie sich hier in die Nasenfalte absetzt. Aus der Entfernung sieht sie gut aus der Nähe eigentlich auch. Setzt sich jetzt nicht irgendwie in Poren oder so. Ja, ich habe das Fenster offen, es ist sehr, sehr warm und es hat gerade geregnet. Die muss ich noch mit einem anderen Primer testen, weil ich glaube, dass der Primer hier so ein bisschen problematisch in Kombination mit der Foundation war. Und auch wenn sie gut abgedeckt hat, verwende ich jetzt noch einen Concealer. Das ist der Camouflage, Liquid Camouflage, den habe ich in der Farbe 001, ist die hellste Farbe. Aber ich glaube, der ist jetzt dunkler als die Foundation. Ein bisschen, ne? Und den Concealer hatten wir ja auch auf diesem Neuheitenaufsteller gesehen. Den finde ich sehr, sehr gut. Der ist, finde ich persönlich, jetzt nicht so super krass deckend, wie der Name es vermuten lassen würde. Aber er gibt eine schöne Deckkraft und er kriegt mir nicht in die Fältchen. Ja, manche Sachen hier aus dem neuen Sortiment sind wirklich fancy, ne? Da habe ich ja auch diesen pH Reactive Multi-Stick mir mal gekauft. Bin ich sehr gespannt. Also der hat ja in dem Sinne keine wirkliche Farbe. Der soll halt mit dem pH-Wert der Haut reagieren. Und ist hier halt wirklich auch so, ja, wie so diese Lippendinger, ne? Also habe ich jetzt hier am Finger, da sieht man auch ein bisschen, dass es schon rosa wird. Ich glaube, dass man den sich auch wirklich direkt auf die Haut auftragen sollte. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass der mir meine Foundation abnimmt. Ich gebe mir jetzt erstmal was auf meinen Handrücken, und zwar derbe, weil da kommt eigentlich nicht so viel Produkt von ab, ne? Ja, das wird langsam so ein bisschen rosa. Aber ich glaube, wenn ich mir das jetzt mit dem Pinsel auftrage, sehe ich davon, huch, wahrscheinlich nicht wirklich viel im Gesicht. Ne. Ne, ne. Trage ich mir mal direkt hier so auf. Oh, der wird aber, oh, schnell. Okay, also auf dem Handrücken war ja nicht so viel zu holen, aber hier geht jetzt ein bisschen mehr. Ich würde schon sagen, dass er ein bisschen die Foundation abnimmt. Oder er macht sie halt weniger deckend oder so. Ich weiß nicht, gibt ihr mir auch mal hier auf die Lippen. Ja, es wird direkt einfach Barbie. Aber ich sehen einfach quasi nicht wirklich. Also das ist ja wirklich ein Hauchfund. Bevor wir zum Puder kommen, verwende ich jetzt hier noch den Grip & Last Eyeshadow Primer. Das ist auch jetzt neu im Sortiment eingezogen. Ich habe mich auch schon gefragt, wann die damit mal wieder um die Ecke kommen wollen, weil das war jetzt ja Ewigkeiten, dass es keinen gab. Ach, der ist transparent. Ist halt eher so ein Gel, okay. Also der wird dir keine Deckkraft generell so geben. Normalerweise verwende ich Eyeshadow Primer ja auch ein Stück weit dafür. Jetzt nicht nur als Barriere zwischen Haut und Lidschatten, ne? Sondern auch so ein bisschen, um meine Äderchen abzudecken. Noch spüre ich oder sehe ich keinen Effekt. Jetzt nehme ich das Puder, das Bright and Blur. Das ist so ein rosa Puder. Ich mag ja so gerne solche rosa Puder, ne? Das funktioniert bei mir richtig gut. Da gibt man sich ein bisschen was in den Deckel. Ich gucke mal, ob ich damit auch mein komplettes Gesicht setzen kann. Und was mache ich jetzt? Da. Ich habe ein Puffelchen hier von Giacomo Cosmetics. Nehme da ein bisschen was auf. Arbeite das in meine Handinnenfläche ein. Dann kommt es einmal komplett um meine Augen und im Prinzip ja auch so Nasolabialfalte, Marionettenfalte, Kinn, so die Stellen. Das macht einen leichten Blurring-Effekt,
Ne? Hat jetzt nicht so eine eigene krasse Farbabgabe, aber ich bin auch neutral bis kühl vom Hautunterton. Deswegen bin ich jetzt auch mal mutig, nehme einen großen Fluffel, habe mir ein bisschen was in den Deckel gegeben und arbeite das in den Pinsel ein. Und puder damit mein komplettes Gesicht ab. Also es gibt auf jeden Fall einen Blurring-Effekt. Ne? Der Blush, der sieht jetzt wirklich gar nicht gut aus. Ne? Dem geht es, glaube ich, wirklich nicht gut. Ja, ne? Mag ich. Fühlt sich sehr, sehr leicht an, sehr smooth alles. Das ist ein richtig schönes Puder für mich, also muss ich wirklich sagen. Ja, einen neuen Bronzer habe ich jetzt so nicht. Da habe ich hier den Soft Glow aus der Winnie Pooh Collection, den ich jetzt einfach mal verwende. Aber was wir neu haben, ist diese Cozy Glow Eye and Cheek Palette. Das ist einmal diese hier. Die ist jetzt ein bisschen herbstlicher einfach, ein bisschen dunkler unterwegs als die, die es so vorher gab. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Blush. Also Blush ist echt heute so ein Ding bei uns hier, ne? Okay, so. So schaut das Ganze erstmal aus. Also, das lassen wir jetzt erstmal auf uns wirken. Wir haben einen Highlighter, einen Blush und 4 Lidschatten mit dabei. Bei den Lidschatten sehe ich auch direkt einen Look, ne? Ich persönlich brauche hier auch bei der Palette nicht noch zusätzlichen hellen Lidschattenton, weil ich ja den Highlighter mit dabei habe. Das ist schon sehr, sehr gut gewählt. Erstmal die wirklich, wirklich guten Lidschatten, würde ich mal so sagen. Das ist ja wohl mal der Hammer. Ja gut, das ist ein Kaschmirton, das ist halt so ein Eierschalenton. Ein richtig schöner Bronzeton. Wow, der hat sehr viel Pigment hier mit dabei, ne? Dieser rötliche Ton. Rötliche Schimmerton und dann hier nochmal der matte Braunton. Also damit kann man wirklich easy peasy einen Look schminken. Und dazu ergänzend gibt es dann in der Palette, ich mache die Finger kurz ein bisschen sauber, das ist der Wahnsinn. Die sind richtig krass pigmentiert. Einmal den Blush, vor dem ich Angst habe, und den Highlighter. Der Highlighter ist ein bisschen pudriger als die beiden Schimmertöne, die wir als Lidschattentöne in der Palette haben, was aber auch durchaus sinnvoll ist, ne? Okay, das ist der Blush. Okay, und der Highlighter ist halt eher so Champagnergold, würde ich mal dazu sagen. Also hier sehen wir jetzt einmal die Swatches. Schon mal sehr, sehr ansprechend, wie ich persönlich finde. Okay, dann testen wir mal den Blush als Blush. Das heißt, ich gehe mit einem Fluffelpinsel 2 Dipser in dieses Rosewood rein. Ich habe Angst vor ihm. Trag mir den auf. Dosiert ihn dezent, dann geht's. Aber es ist ein wunderschöner Herbstton. Das auf jeden Fall. Okay, okay. Dann schaue ich mir den Highlighter an. Dazu auch ein... Oh, ich glaube, der ist sehr intens. Sehr intens. Uiuiui. Einpolieren. Und mir halt auch einen ganz kleinen Tick zu dunkel. Aber ich finde, das sieht trotzdem sehr schön aus. Ne? Nee, das geht wirklich klar. Hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte ein bisschen bei der Palette Bedenken gehabt, ob mir die Farben passen. Huh, jetzt machen wir erstmal die Augenbrauen. Das hat schon mal gut funktioniert. Da habe ich einfach hier aus dem normalen Sortiment den Slimatic Ultra Precise in 020 Medium. Denn der 015, mein absoluter Favorit, ist leider aktuell leer. Wenn ich das übrigens richtig mitbekommen habe, geht wohl irgendwie mein heißgeliebter Brow Glue aus dem Sortiment. Ja, da haben die jetzt aber hier dieses Lash Styling Gel Curl Freeze im Angebot. Vielleicht ist das auch gut. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Würde mich sehr, sehr traurig machen, ne? Oh. Hä? Ist das eine Farbe? Hä? Das ist schwarz. Habe ich... Milky Black Tint. Milky... Warum? Aber das verreibt sich dann mit der Zeit. Mal gucken. Also, ich kann euch das ja nochmal zeigen, Leute. Das ist einfach schwarz. Ja, selbst der Vogel da hinten beschwert sich. Was ist das denn? Aber wenn ich das verreibe, ne, dann geht das weg. Ich will jetzt keine schwarzen Augenbrauen haben. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir haben hier so ein sehr geswirltes Bürstchen. Ich habe Angst, dass ich mir jetzt die Augenbrauen irgendwie schwarz mache, Leute. Egal, wir versuchen es. Wir versuchen es. Sehr, sehr nass und es ist schwierig, damit präzise zu arbeiten. Aber hey, ich kriege jetzt keine schwarzen Augenbrauen. Das ist schon mal positiv. Ich finde es zu nass. Und irgendwie finde ich schon, dass es leicht auch meine Augenbrauen dunkler gemacht hat. Ha. Warum? Warum bist du
Gibt es da verschiedene Farben? Ich bin verwirrt. Okay, dann widmen wir uns mal der Lidschattenpalette. Da gehe ich doch zuallererst mal hier in diesen Kaschmirton rein. Das ist ja einfach dieser, ne, Eierschalenton in Gelb irgendwie. Und der kommt einfach komplett hier bis an die Augenbraue auf mein Lid. Und dann habe ich ja gar nicht mehr so super viel Auswahl, ne? Also nehme ich mir den Cinnamon. Das ist dieser braun-matte Ton hier. Und den setze ich mir, hier außen an. Und blende ihn dann auch ganz leicht in meine Lidfalte. Ein Hauch von diesem Cinnamon setze ich mir auch an den unteren Wimpernkranz. Und dadurch, dass der Eyeshadow Primer nicht ganz so deckend war, sieht man meine Äderchen halt durch. Und dadurch wirkt der Lidschatten meiner Meinung nach unruhiger und fleckiger, als er sein müsste, weil exakt da und da habe ich halt Adern. Ich glaube, ich mache jetzt wirklich einen super simplen Look. Heißt, ich nehme jetzt den Chai Latte auf. Das ist dieser helle von den beiden Schimmertönen. Einfach mit dem Finger. Ich habe jetzt kein Glitterglow drauf. Der kommt auf mein bewegliches Lid und geht definitiv auch ohne Glitter Primer sehr gut ab. Und für den Innenwinkel nehme ich mir dann den Soul Glow, den Highlighter Ton. Dann hat man auch so ein bisschen dieses Widerspiegeln von dem Highlighter, den ich hier habe, im Augenlook. Und dann haben wir hier einen sehr, sehr simplen, aber trotzdem sehr schönen Look geschminkt, finde ich, ne? Coole Palette. Auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite, auch für Blassnasen wie mich. Ich persönlich, wie gesagt, hätte mir gewünscht, dass dieser Kaschmir ein bisschen dunkler gewesen wäre und dann quasi als Transition Shade fungiert hätte. Aber dafür kannst du dir theoretisch auch den Rosewood nehmen. Dann wäre es mir persönlich aber einfach zu dunkel gewesen. Und mit Eyeliner ist das Ganze halt nochmal ein bisschen komplettierter. Ich persönlich finde, das macht schon mal richtig viel aus. Aber jetzt geht's nochmal weiter. Vorher nochmal ein bisschen Setting Spray. Da habe ich das Ultra Last hoch 2. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das springt einen schon sehr an, ne? Also seid vorsichtig. Aber es fixiert halt enorm das Make-up. Das kann man halt auch dem Produkt nicht absprechen. Wohingegen das Augenbrauenprodukt wirklich immer noch klebrig flüssig ist, ne? Selbstverständlich verwende ich jetzt vorher meine großartige Catrice Wimpernzange hier mit den Zacken, um meine Wimpern zu biegen. Denn es gibt eine neue Mascara im Sortiment. Das ist die Perfect Duo XXL Effekt Mascara für Länge und Volumen. So schaut das Schätzelein aus. Und hier haben wir auch, wie der Name schon sagt, zwei verschiedene Bürstchen dran. Das ist eine Gummibürste, die Länge machen soll. Das macht für mich auf jeden Fall Sinn. Und auf der anderen Seite haben wir die Volumenbürste. Okay, ja, das ist eine Faserbürste. Bei solchen Mascaras mache ich das halt wirklich immer im Wechsel, dass ich erst so die Gummibürste verwende, dann die Faserbürste, dann die Gummibürste, dann die Faserbürste. Also im Prinzip mache ich mir damit dann gleich wahrscheinlich 4 Schichten. Wir schauen mal zusammen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Vierte Schicht. Ich glaube, 4 Schichten sind zu viel. Trotzdem habe ich hiermit jetzt in der 4. Schicht auch so ungefähr das Ergebnis, was ich von dieser Mascara hätte haben wollen. Ja, also es ist jetzt schon sehr, sehr viel. Man sieht es jetzt, jetzt hat sie auch abgestempelt. Ich habe vergessen, dass sie trocknen muss. Ja, ich mag die andere, die neu rausgekommen ist, tatsächlich ein ganz kleines bisschen lieber. Aber gut ist sie trotzdem, finde ich, wenn man die ordentlich trocknen lässt. Machen wir noch ein kleines bisschen weiter bei den Lippen. Da habe ich den Max It Up Lip Booster Extreme Rebel Plumper mir geholt. Good Girl Gone Bad. Das ist halt so ein richtig schöner, ja, schwarzer, ne? Da bin ich auch mal gespannt drauf, wie der jetzt so herbstlich wirken wird. Ob der aussieht, ob der wirklich auch so dunkel ist. Aber zum Beispiel Colourpop hat ja auch sowas, ne? Der ist nicht so dunkel. Ei. Na. Ah, der ist mit Menthol übrigens, ne? Ich würde sagen, der macht die Lippen einfach nur ein ganz kleines bisschen dunkler und leicht aschig. Ist das sowas? Also es ist jetzt nicht schwarz oder so, ne? Ich finde es eigentlich ganz gut, ganz schön. Macht einen leichten Plumping-Effekt, vor allem von dem Gefühl her, weil du halt dieses Mentholige halt hast, als würdest du dir einen Kaugummi nehmen, das ein paar Mal ankauen und dann damit über die Lippen gehen. Aber es ist super angenehm. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich habe jetzt hier noch den nächsten, und zwar den Creamy Nudes Lip Pen, habe ich in der Farbe 010 Mocha Me Happy mir bestellt. Und ja, das ist ja einfach einer so zum Anspitzen. Und da gucken wir mal, das wird eine richtig schöne Herbstfarbe werden, denke ich. Oh ja, das sieht richtig fancy aus. Das sieht richtig geil aus. Vor allem mit dem Augenlook. Das gefällt mir richtig. Das ist richtig Herbst. Wow. Jetzt will ich gar nicht den dritten drüber machen, weil ich will das eigentlich drauf lassen. Und zwar habe ich hier den Lip Gem Hydrating Lip Gloss mit Kirsche.
Da habe ich mir eigentlich gedacht, dass der richtig geil sein wird. Ja, aber ich will den gar nicht drüber machen, weil ich mag gerade das, was ich auf den Lippen habe von der Farbe her. Egal, das muss jetzt leider runter. Wir genießen das Ergebnis mal eben kurz. Der hat halt so einen, ja, Applikator, ne? Das musst du halt so rausdrücken. Ich gebe es mir auf den Finger am liebsten und dann auf die Lippen. Das riecht auch richtig geil nach diesen Kirschlollis. Hat aber keine große Farbabgabe, oder? Das ist jetzt einfach nur so ein leichter Gloss, der nicht irgendwie große Farbe gibt, aber er ist schön. Also dadurch, dass ich jetzt ziemlich viel auf den Lippen drauf hatte und runtergenommen habe, sind die jetzt sehr gut durchblutet und durch den Lip Plumper natürlich auch. Schöner Herbstlook ist es tatsächlich geworden. Was meint ihr? Also schon schöne Produkte jetzt so im Sortiments-Update. Den Primer und die Foundation muss ich noch mal ein bisschen anders testen. Jetzt so im Laufe des Videos hat es immer weniger gekrümelt. Also die Krümel habe ich einmal runtergenommen, dann sind sie weg gewesen. Richtig geil finde ich das Puder. Das ist richtig abgefahren. Auch diese Palette, die ist sehr, sehr empfehlenswert, Leute. Dieses Augenbrauengel würde ich jetzt nicht so empfehlen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Die Mascara kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Sie macht schon ordentliche Wimpern, finde ich, ne? Auch die Lippenprodukte, richtig, richtig schön. Ja, den Blush, den würde ich jetzt nicht so, weiß ich nicht, den brauchst du, glaube ich, eher nicht so. Aber ansonsten, schön, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch schon was aus dem neuen Sortiment getestet. Das würde mich echt interessieren. Und vergesst nicht, bei meinem Müsli vorbeizugucken. Mit Claudi To Go bekommt ihr den großartigen To Go Becher in der Farbe eurer Wahl für Umme mit dazu ab 20 Euro Einkaufswert. Sehr empfehlenswert. Ihr Lieben, das wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.